So, sorry, hallo und willkommen zurück in meinem Check. Mein Name ist Carsten, Delta Kilo 6 Mike Papa ist mein Rufzeichen. Und heute möchten wir uns ein ganz kleines bisschen darüber unterhalten, wie man sich durch Automatisierung die Arbeit im Check doch etwas einfacher machen kann. Der ein oder andere OM hat mich drauf angehauen, hat gemeint, Mensch, in deinen Videos, du drückst da manchmal nur einen Knopf und dann gehen da alle Programme an und ja, wie machst du denn das und ist das denn wirklich so oder sieht es nur so aus? Und zu dem Thema hatten wir dann ein längeres Gespräch und als ich ihm dann noch gesagt habe, dass ich sogar mit mehreren Programmen zeitgleich ohne Hardware auf meinen Transceiver und meinen Rotor zum Beispiel zugreife, wurde er halt hellhörig, wollte unter anderem wissen, warum ich diese Möglichkeit überhaupt brauche, warum ich die überhaupt umgesetzt habe und vor allem wollte er wissen, wie es natürlich geht. Und ich habe mir ja mittlerweile zur Aufgabe gemacht, nicht nur Videos zu zeigen, wo ich zur Selbstverherrlichung demonstriere, das geht, toll, ich habe hier einen Transceiver mit Wasserfall oder was weiß ich, so wie das halt leider bei 95% der Videos im Internet ist, die sich um Amateurfunk drehen. Es dient meistens nur zur Selbstdarstellung, die Leute zeigen, wie es, also dass es funktioniert bei ihnen, aber sie erklären halt einfach nicht, wie es funktioniert. Und ja, deswegen habe ich gedacht, komm, setz dich doch mal hin, für mich ist es ein kleiner Schritt, nichts Besonderes, aber vielleicht macht es ja dem einen oder anderen da draußen wieder Freude und es bringt euch einen Mehrwert. Ich sage auf jeden Fall mal danke fürs Schauen und wie ihr wisst, ich mache das immer in Dual Language, Deutsch und Englisch. Und deswegen das Ganze jetzt erstmal die Einleitung nochmal auf Englisch. Yeah, hello and welcome back to my check. My name is Carsten, my call sign is Delta Kilowatt 6 Mexico Papa. And today I will explain you what kind of tools and the batch data I use to make, bring a little bit automatic in my check. And how I handle it that I can connect with different programs without any COM splitter hardware, only by software, how I can connect my PS590 from different application and also the rotor maybe. And this was a question from a friend. He very often show videos for me and he say, hey, when I watch a video, I see you click on one icon and all your software is starting. How did it work? And I say, okay, I'll make it short. I will make a video to explain a little bit how I do that and how it works. And this was the intro. And I hope I can show you a little bit. Show you a little bit what helps you in your daily ham radio operation. And yeah, you see it in the background. Here is a batch data. It's starting on the automatic starts some programs. And what you can see, it's this batch unit, batch data here is starting different programs in the background with one click by a batch data. And yeah, also ihr habt's gesehen. Ich habe im Hintergrund eine einzige Exe-Datei gedrückt und da dabei hat sich mein Hemradio Deluxe gestartet. Neben dem Hemradio Deluxe hat sich gestartet meine Rotor-Software. Dann hat sich gestartet hier oben der Wasserfall, der HDSDR, der wiederum, das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, gekoppelt ist mit dem Hemradio Deluxe. Also im Endeffekt, wenn ich hier auf ein Signal drücke, springt unten natürlich auch der Transceiver auf die Frequenz, wenn ich oben mit der Maus mir ein Signal suche. So. Also sprich, die Ham Radio Deluxe Software verbindet sich mit dem COM-Port, mit dem TS590, auch mit dem seiner Soundkarte. Die Rotor-Software verbindet sich hier hinten mit meinem Rotorsteuergerät, was hier an der Ecke sitzt. Und jetzt kommt schon die erste Irritation. Es startet sich nicht nur der TS590, sondern es startet sich auch zeitgleich von Kenwood das ARCP, das Control-Programm.
was schon eigentlich gar nicht mehr geht, weil eigentlich auf dem TS-590 nur ein Programm zugreifen kann. Und wenn man das Ganze jetzt mal noch ein bisschen weiter spinnt, dann drücke ich hier oben auf N1MM. N1MM ist die Software, die ich benutze, wenn ich Contest mache. Aber N1MM hat keine Schnittstelle zu N1MM hat keine Schnittstelle zu Ham Radio Deluxe, beziehungsweise keine Schnittstelle zur HDSDR, was dann für mich im Endeffekt im Contest das Problem bringt. Ja, meine Fresse, wie soll ich denn jetzt hier im Wasserfall weiterhin klicken, weil HDSDR braucht halt Ham Radio Deluxe als Schnittstelle, während ich aber eigentlich N1MM laufen haben möchte. Ja, also sprich, ich möchte ja eigentlich mit N1MM meinen Contest loggen, während ich mit Ham Radio Deluxe und dessen Logbuch beim normalen Funkbetrieb arbeite. Und es hat auch den Vorteil, dass wenn man im Contest Contest-Station loggt, macht man das in N1MM. Das Logbuch überspiele ich nach dem Contest, nachdem ich es an die Contest-Jury übermittelt habe, nämlich dann in einfach als ADIF in Ham Radio Deluxe. Dann weiß ich, aber das hat alles seine Richtigkeit. Wenn ich aber zwischendurch dann irgendjemand treffe, irgendeine Station, die ich jetzt nicht täglich arbeite, im Contest, und der mir sagt, du, sorry, no Contest, dann logge ich den gar nicht im Contest, sondern dann gehe ich einfach kurz her, switche hier unten kurz in meine Taskleiste rein und logge dieses QSO einfach im Ham Radio Deluxe. Das heißt, so halt, ich kann schnell zwischen meiner Log-Software für den Contest springen und kann genauso gut mein QSO nebenher in der normalen Software loggen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich habe natürlich auch noch N1MM Rotor. Die Rotor-Software, die N1MM im Contest benutzt, die ist toll. Und die brauche ich auch, die Verbindung im Contest, weil ich mit einer Taschenkombination die Station, die ich oben hier im VVO angezeigt bekomme, dann mit einer Tastenkombination den Rotorsichter automatisch draufdreht. Auf der anderen Seite ist es jetzt aber so, dass ich auch immer wieder Sachen im Contest habe, wo ich dann sage, Mensch, ich möchte jetzt, weil es von der Uhrzeit her passt, hier in meiner Weltkarte, das ist die Rotorsteuersoftware vom Ham Radio Deluxe, möchte ich aber auch die Karte einfach mal per Knopfdruck die Antenne dort irgendwo hindrehen. Ne? Also sprich, das eine ist ja toll, dass die Station, die das System glaubt zu locken, in diese Richtung ist und ich nur eine Tastenkombination drücke. Aber wenn ich dann vielleicht nach Uhrzeiten und Ausbreitungsbedingungen arbeiten möchte, dann kann ich hergehen und sagen, alles klar, ich gehe jetzt her und nutze einfach mal hier da drüben die Weltkarte und klicke da schön rein. Natürlich kann ich auch hier oben zahlentechnisch eine Gradzahl eingeben, aber ganz ehrlich, gerade wenn es dann so ins Detail geht, Asien, Japan, China, alles was so auf den Inseln liegt, nach Neuseeland, tut es mir persönlich einfacher, wenn ich dort schlicht und ergreifend in die Karte klicken kann. Also auf Deutsch, im Augenblick, oder fassen wir nochmal zusammen, im Augenblick läuft Ham Radio Deluxe mit der Verknüpfung in mein HDSDR. Bedeutet auch, wenn ich jetzt hier im N1MM auf eine Station klicke, springt auch hier oben, obwohl N1MM ja gar nicht gekoppelt ist mit HDSDR, springt mir der Transceiver dorthin, wo er hin soll und macht es zeitgleich auch hier oben. Kann man schön verfolgen. Also, und wenn ich möchte, kann ich genauso gut aber hergehen und sagen, ich nehme mir hier aus dem Cluster, hier unten vom Ham Radio Deluxe eine Station, klicke die an und kann die genauso locken und genauso den Rotor darüber steuern, obwohl N1MM hinten läuft. So einfach ist das. Gut. Jetzt greift also sozusagen zwei Programme im Augenblick auf meinen Transceiver zu. Wenn man es genau nimmt, sogar schon drei über den Umweg von Ham Radio Deluxe, nämlich das HDSDR. Jetzt mache ich kurz einen kleinen Cut, dann erzähle ich das Ganze, was ich jetzt hier gemacht habe, nochmal auf Englisch für unsere amerikanischen und englischen Freunde. Und dann erkläre ich das Ganze noch später dann aber, wie ich das Ganze denn mache.
Also, I will explain it again in English, what I say the last 5 minutes before. At the moment you see, I use a Ham Radio Deluxe together with Hardy SDR. And in another video for me, I show how that works. Hardy SDR has a plugin what can automatically connect to Ham Radio Deluxe that I work synchron. I mean, when I click here in the waterfall, my transceiver is following the frequency, and this all is done by the plugin and connection with the Ham Radio Deluxe. When I turn here the VFO, it also will follow. You can see it here. When I turn here, it's working in both directions. When I use my startup datai and my startup batch datai, I also start the rotor software, Ham Radio Deluxe and Hardy SDR, and this all work together. And this is not a problem. Normally, Hardy SDR, Ham Radio Deluxe use the COM port of the transceiver. The rotor software use the COM port of the rotator software. And Hardy SDR is linked by the plugin to Ham Radio Deluxe. This is nothing new. That's a way I explain in other videos, and some other home operator also explained this in some of his videos. But I show it. I also can start N1MM, Number One Mic, you know, the software for the contest. And it's also open, and it's also can the rotor software from Number One Mic, it's running, N1MM. It's running at the same time than Ham Radio Deluxe. Why I do that? Okay, I will explain. Sometimes when I'm making contest, I'm only doing the contest with N1MM. It's the best for me, the best contest software I ever use. And I have two problems. When I use N1MM and I have in the contest, I meet a ham radio station but doesn't do contest, I don't want it in this log. I want it in the logbook software of Ham Radio Deluxe. But I don't want to tip in manually fit the frequency, the time, the date. And when I use both of this two software on the same time, it's possible to log the normal calls in Ham Radio Deluxe and the contest calls in N1MM. After the contest, when I send the audio file from the contest to the contest committee, I also will import that in my logbook. But so I have not a mix between normal QSOs and contest QSOs. And I have not to turn off N1MM in the contest when I make a little contest break and working normal stations, and have to close Ham Radio Deluxe when I will lock a contest software. I have not to switch every time the software and have to turn off the one software and turn on the other software, or turn off this software, turn on this, and you know, I hope you know what I mean. But the second part, and this is much important for me, why I use N1MM on the side of Ham Radio Deluxe is the Hardy SDR. When I'm doing contest, N1MM have not a plugin that they can control Hardy SDR together with my TS590. And I don't want to make open and close and delay some virtual COM ports or virtual mixing cables. I want a solution what I can use every day without changing anything. I know operator they is changing the half setup on his computer when he make contest,
And after the contest, he changed something back that it works the same on the normal day. I don't want it. I want that all work together. And this is the solution, and I show you later how it works. Okay. Also, I can handle the waterfall in contest together with N1MM. I can lock the different kinds of CUSO, contest or non-contest CUSO, without open and close any self-friendly contest. Then I can here with the Ham Radio Deluxe software turn my rotor by watching on the map. I watch on my clock, I know the conditions, I know the time. I say, okay, in this moment I will turn my antenna to North America. On 50 meters it's time for the United States. That's cool. But the N1MM software also is possible to say, okay, I click a station, I click them here, I push a combi, and the rotor is touring on the country of the station I have spotted. I will use both features together. I want the choice to clicking in the map, to working a country by visit how my rotor is. And sometimes I want to click on a station and I press the keyboard and the antenna is turning to Victor Kilo 4 on November Bravo X-ray. Like here, it's spotted. And and 1 hour later, I know India is possible to working. Then I click here in the map on the rotor software and I can turn the rotor only by clicking in the map. Okay, at the moment, three kinds of software can assess my TS-590. Ham Radio Deluxe, N1MM, and with a plugin about Ham Radio Deluxe, High SDR. Okay, but I have one feature more, and this is very, very important for me in the Xing. When I'm doing the Xing in the working weak stations, I very often have the problem that I have to making the filter small to hear it on the when it's a very weak signal. But sometimes it's very, very useful to assess the equalizer of the TS-590 to optimize the audio spectrum exactly on the DX audio, as audio of the DX station. What I mean, I will show you, and that's why I will zoom a little bit to my monitor that you see what I'm talking and what I mean. Okay, you see here, this is the RRCP software from Kenwood. Here, this is the original software from Kenwood. And that's the feature. Not Ham Radio Deluxe, not N1MM, and not Hardy SDR is connected to the TS-590. Also, the RRCP software from the TS-590 Sierra Golf is connected. I don't need this software to turn in VVO, make the transceiver loud or louder, or switching the filters. But one feature is for me very, very important when I'm working the X stations. And this feature is assessing the equalizer of my transceiver. Before I realized this feature, I bought a small equalizer what I have in the line of my headphones. But the first problem is it only works when I use the headphone, not when I use my station speaker. And the second feature is
an equalizer in the line of the headphone can nothing make better what is comes back out from the transceiver. The best way is directly assess the equalizer in the TS-590. Ja, jetzt springe ich nochmal ganz kurz zurück aufs Deutsche. Ich habe es gerade eben erzählt, die ganze Geschichte mit Hemray Deluxe, Rotorsteuerung, und ihr könnt in die Karte gucken und ihr könnt switchen zwischen Hemray Deluxe und N1MM während einem Contest, um gleich die Gespräche zu synchronisieren, und vor allen Dingen, ihr habt weiterhin die Verknüpfung zum HDSDR, zum Wasserfall, was N1MM nicht bietet, nur Hemray Deluxe und die Schnittstelle dafür. Aber eins der größten Features, und das seht ihr ja, das ist im Grunde genommen jetzt das dritte, wenn man HDSDR bei Hemray Deluxe dazu rechnet, sogar das vierte Programm, das den Transceiver hier assesst oder auf den zugreift. Und hier ist tatsächlich so, dass im Endeffekt ich nichts davon brauche von diesem Tool. Absolut nichts. Ich brauche kein hier den Filter einstellen oder den Noise Blender, das kann ich alles über meinen Transceiver, der lässt sich super toll bedienen. Ich liebe den TS-590, dem Ding fehlt eigentlich ein Zweitempfänger. Das kompensiere ich aber mit meinem HDSDR, aber ich habe keinen Grund, mich von diesem Gerät zu trennen. Ich habe einiges in letzter Zeit ausgeliehen, ausprobiert, größere, gleichwertigere Transceiver. Ich will nichts anderes. Das ist ein klassischer, sauberer Transceiver, toll. Aber ein Problem habe ich, wenn ich wirklich schwache Stationen arbeite, very weak signals, ja, in DX, und man hat schon die Filter schmal, man hat schon alles Mögliche gemacht, hat eventuell schon hier hier diese vorgespeicherten Empfangspresets vom Equalizer, die man hier übers Menü assessen kann. Da kann man dann über die Menüs dann verschiedene Equalizer-Einstellungen sich raussuchen. Da kann man dann sozusagen in Echtzeit, glaube ich, ach ja, hier, diesen RX Equalizer kann man dann umschalten zwischen User-Defined, Höhenbetont 1, 2, 3, ne, diese Geschichte. Das kann man dann schon mal machen bei so einer schwachen Station, aber irgendwann ist man ganz am Limit. Und die erste Zeit hatte ich dann hier einen Equalizer in der Kopfhörerleitung, so ein kleiner Equalizer eingebaut, der dann irgendwie in fünf Schieber hatte, und dann konnte ich im Endeffekt noch ein bisschen das rausfiltern, was eigentlich jetzt nicht zu dem Audiosignal der DX-Station gehört hat. Aber das reicht nicht. Und vor allen Dingen eins ist klar, wenn ich hier drin in meinem RX-Equalizer einfach schon gewisse Frequenzen rausgefiltert habe, dann bringt mir der Audio-Equalizer dahinter nichts. Das heißt, rein theoretisch hätte ich mir dann mein User-Preset so einstellen müssen, dass die ganze Zeit alle Regler ganz offen sind. Ist auch nicht sinnig. Aber, jetzt kommt's. Diese Software hier, die beherbergt einen Audio-Equalizer mit richtig, richtig schönen Schieberegler. Das heißt, wenn ich eine Station habe, suchen wir uns mal was Schwaches. Naja, nehmen wir mal hier. Der ist schon weg. Ja, was haben wir denn hier? So. Jetzt habe ich hier diesen Audio-Equalizer. Suche mir mal eine schwache Station. Also wie ihr seht, habe ich jetzt hier in Echtzeit Zugriff auf den Equalizer. You can see, I can assess the Equalizer of the TS-590 in real time and can change the audio spectrum. And this is a very, very needful option when you have very, very weak signal in the DXing. And this is normally only possible when you close your logging software that is not longer connect the transceiver. You can only open this equalizer when you close the logging software and using this RRCP software. Also wie gesagt, normalerweise ist die Möglichkeit, ich habe es natürlich nicht schönes jetzt hier, um das auszuprobieren.
you know a little, it's only for explaining, but you hear I can change the audio spectrum and sometimes it will be better or it will worse, yeah? You can handle your audio diagram for receiving in real time, and this is for me very, very useful when you have a weak station. Sometimes it's helped much, very, very much. Sometimes it's not very effective, but the most time I like this feature, and I'm very, very happy that I have this option. And you also can use the other profiles here. You can when you're in split mode, you have not to turn off the split mode to assess this audio presets. This is another part, yeah. Okay, I show you that I can connect with Ham Radio Deluxe. I show you that I can use on the side RESDR. I show you that I also use N1MM, the router software, that I can use RSCP software to assess the equalizer. And this all is a very, very cool feature for that you not have to switch every time the software. Ja, ihr habt gesehen, wie man jetzt im Endeffekt das N1MM mit der Router-Software, Ham Radio Deluxe mit HDSDR, die zwei Router-Steuerungen parallel laufen lässt und gleichzeitig in Echtzeit diesen RX-Equalizer hier assessen kann und wie man sich da im Endeffekt schön was zusammenstellen kann. Und von daher, ich kann euch nur sagen, es ist ein echter Mehrwert. Und jetzt wäre die Stelle, wo manche andere aufhören würde. Jetzt will ich euch aber noch zeigen, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert. Und auch wie meine Datei aussieht, mit der ich mit einem Klick den ganzen Scheck hochfahre. Dazu muss ich jetzt aber das Aufnahmegerät ändern und wechsle auf die Direktaufnahme auf dem Computer. Was ich dann hier natürlich zusammenschneide. Und damit geht es dann auch gleich weiter. Das heißt, kurze Pause und dann geht es weiter mit der Erklärung am Computer, wie denn die Batch-Datei aussieht und wie ich das Ganze, die ganze Verknüpfung der Comports mache. Zu der Verknüpfung der Comports gibt es, ganz einfach zu sagen, es ist eine Software, aber ich habe einige Software ausprobiert. Ich hatte welche, die haben mir danach einen kompletten Neustart, eine komplette Neuinstallation meines Rechners hier beschert, weil ich danach 140 virtuelle Comports habe, die alle gesperrt waren und nicht mehr benutzbar. Das waren so die kostenlosen Programme. Und dann gibt es noch Programme, die kosten so 150 bis 160 Euro. Da bewirbt auch ein türkischer OEM regelmäßig diese Software. Aber ganz ehrlich, für einen Otto-Normal-User like me, mir waren einfach 160 Euro zu viel. Jetzt habe ich den goldenen Mittelweg. Eine Software, die sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Eine schöne Oberfläche hat, die vor allen Dingen 30 Tage eine Testversion hat und die im Endeffekt einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch wehtut für den Normalsterblichen, aber naja, was soll ich denn sagen? Ein bisschen besser wie 160 Euro ist immer noch die Hälfte von 160 Euro. Ne? Gut, yeah, I say the solution for this all is the software that make from my from the comport for my TS590 to some virtual comports, and they are accessible from all the software. You have for every software a different comport, and I testing some of the software, some freeware software, and after some tests with the freeware software, I have to reinstall my computer because I have 120-140 virtual comports that are not accessible and I'm not able to but delete. I try it in different ways, include registry cleaning, doesn't work. Then I'm looking for a non-free, for a software what I have to pay. There is a Turkish operator, Ham Radio operator, that promote a software in the internet, but the software costs nearly 160 euros, I think $200 is a little bit much for the normally Ham Radio operator, what I only need three comports, and yeah, that's too much for a person at home. For a company, I think it's okay, but not for a single person license. It's too expensive. The software what I use is not cheap. It's not cheap, but it's nearly the half of 160 euro, and this is the software what I use. It's easy to handle. And the best is it has a 1 month trial
You can use it for free 1 month. And this software will explain you. But for this, I have to switch my position, and I will continue the recording directly on the computer, that you have a full HD video from the screen and what I do. I will back and I need to think 1 minute. Bye bye. So, dann mal willkommen zurück hier in meinem Video. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so laut. Yeah, welcome back to my video. And at the moment I will you explain what kind of software I using for this software together. You see here my desktop, and I will open the software what I use. And the software I use is this Serial Splitter 5.0. Serial Splitter 5.0 is the software I use. You see, I use it at the moment, and the free trial version. And one of the software what I like, it's I have don't to start it on computer start. When I use the Serial Splitter hardware and I have finish the setup, it's not in auto start. It's in the back, working in the background, and I don't have to remember me that I have to start the software before I using my ham radio software. Yeah. Okay, the splitter software looks like this. The homepage from the Serial Splitter is here from Eltima.com. I will put this download link in the video. What cost? It cost $99, 100 euro, and this price is not cheap for single person license, but it's possible, more possible than some other products what other operators here explain. There are some other operators who to make promote the other software, but it's nearly 160 euro, and there's a $180. It's, I think it's a little bit too much. Okay, how this software works is very, very easy. When you're looking in my system, it looks like in the Unit Manager. Also ihr habt gerade gesehen, ich nutze diesen Serial Splitter Version 5.0. Man sieht auch schon hier, was ich dort gesplittet habe und wie das aussieht. Und das Ganze findet sich dann in der Systemsteuerung wieder. Ich habe gerade die Internetseite gezeigt von diesem Hersteller. Die Software kostet $99. Ich werde diesen Link auch noch in das Video mit einfügen. Das ist wirklich für eine Single-Lizenz nicht wirklich günstig, zumal wir noch die Steuer zubekommen. Ne? Aber wie gesagt, es gibt einen anderen Ham Radio Operator, der promotet eine andere Software, die kostet schon 160 Euro, und das ist dann für eine Privatperson noch eine ziemlich schräge Geschichte. Solche Lösungen hier habe ich schon, wie gesagt, schon einige ausprobiert, einige, die absolut nicht funktioniert haben. Oder mir hier, wie gesagt, 120 oder 140 virtuelle Comports hatte ich hier drin, nur eine Systemwiederherstellung bzw. eine Neuinstallation wäre fällig gewesen, wenn ich nicht ein Backup gehabt hätte von meinem Rechner, das 3 Tage alt ist. So, jetzt, wie sieht das Ganze aus? Die Microbit-Ports, bitte ignorieren. Please ignore the Microbit-Ports that I'm using for my remote station. And, okay. Normally, the Comport 10 is the TS590. The TS590 is the COM-Port, the COM-Port 10 is the COM-Port from the TS590. And you can see here, I have in the setup COM-Port 10, it's mirroring, so the splitting into COM-20, 21 and 22. Also ich habe gesagt, der COM-Port 10 ist der TS590, soll dreimal gespiegelt oder gesplittet oder dupliziert werden als COM-Port 20, 21 und 22. Und mein Rotor, der an Comport 4 hängt, the rotor's remote is on port 4,
I make the same, I say split it to COM 14 and 15. It's very helpful to write it everywhere when you're not rewatch every time in your system setup from the computer. Okay, you can see that I split this. Okay, and it's very easy. On COM 20, my ham radio licks when I go on connect, you can see on COM 20. The ham radio Delix is connecting my transceiver. You can see one N1M is connecting. Give me a moment. It's connecting COM21 for connecting the TS590. That's the trick. And my RRCP software from Kenwood. Where is the setup window? Yeah, here. It's connecting port 22. That's the trick. All these programs using another COM port. As you see schon, mein Ham Radio Deluxe connected in COM port 20, mein N1MM in COM 21 und die Setup Software vom Kenwood in COM 22. Was ich empfehlen kann, geht her und stellt im Transceiver die Baudrate fix ein. Das müsst ihr sowieso. Before you start, set up the baud rate in the transceiver to fix its speed. You have to do that. You cannot make it variable. I choose this baud speed. And I also use in all my software, like Ham Radio Deluxe, speed fix it. CDS and RTS. The same in N1MM. When I open N1MM, you can see, also ihr könnt sehen, dass ich in allen Programmen natürlich diese Geschwindigkeit hinterlegt habe. Na, die steht auch hier drin. Und wenn man hier auf Set geht, auf Details, sieht man auch, dass ich hier eingestellt habe, die sind 50.600. Parity non, Data Bits 8, Stop Bits 2. Aber ich glaube, eigentlich gehört da ein Stop Bit rein, aber es funktioniert. Da unten steht es doch schon. Eigentlich gehört da eine 1 rein. So. Ja. Okay. Es funktioniert. Ne? Ihr seht hier oben links in der Ecke, es dreht sich alles. Ja. Gut. Was diese Software angeht, habe ich mir mittlerweile aber eine Geschichte gemacht. Und zwar, wenn ich hier drauf gehe und mache Port Settings, habe ich Folgendes gemacht. Man kann sagen, you can choose automatic match settings of the main virtual port. Das, it means when the main port this here, normally also it's of automatic, yeah, and you can change this or change this not, but I think for me it was important that I have no problem when I go into editing ports, that I have port permission, write order direction, read from order direction is important. And then I manually put in no parity, 8 data bits and 1 stop bit. Also ich habe gemerkt, dass das Ganze viel runterläuft, wenn man hier die Einstellung vom Transceiver hinterlegt. Also die 5600, keine Parität, 8 data bits, 1 stop bit und die Flow Control of None. Und das gleiche kann nicht erreicht, wenn man dann hier macht Match Settings of the main virtual port reicht dann. Aber diesen Eingangsport würde ich auf den Transceiver einstellen. Genauso hier ist das gleiche. Hier habe ich tatsächlich von meinem Alpha Speed Rotor die echten Daten drin. Das hat das Ganze stabiler gemacht. Yeah, you can see I also changed the port settings. Not here and here, but here. Here is not necessary, but here is very needful. When you change the speed to the
rate of your rotor software, your rotor interface. When I say use the same setting than the main riddle board. You see, he used the same here. Other option is very, very needful is ignore errors when creating bundles and retry opening real ports later in case of fail. Diese zwei Optionen sind auch ganz wichtig. Ich hatte das Problem, dass wenn ich zum Beispiel Hemradio Deluxe geschlossen habe, eine Stunde irgendwas anderes auf dem Rechner gemacht habe und dann wieder versucht habe, Hemradio Deluxe zu starten, dass ich immer wieder eine Portfehlermeldung bekommen habe, dass er den Port nicht mehr aufmachen kann. Der Port ist belegt. Yeah, when I make a break and I close Hemradio Deluxe for 1 or 2 hours and I try reopening Hemradio Deluxe, it was not passable. I get a message that the port is port permission or not readable. And when you make ignore errors and retry opening real port later in case of fail, also wenn ihr dem erlaubt, dass er den Port später nochmal versucht zu öffnen, auch wenn ein Fehler war, habt ihr das Problem nicht, dass ihr den Rechner nicht neu starten müsst. If you use these options, you have not to restart the computer after a fail on the virtual COM ports. And yeah, that's the trick to using different software on the same transceiver without any errors and in real time. Ja, das ist eigentlich der ganze Trick. Ihr braucht einfach diesen Serial Port Splitter. Ich empfehle den, weil er funktioniert, weil er mir nicht das System zerhauen hat wie manch andere Software. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Der hat mir nicht das System zerhauen wie manch andere Software. Den kann ich empfehlen, weil er funktioniert und weil er wirklich, wirklich einfach zu handeln ist und der Preis noch in einem Rahmen. So. Und bevor ich jetzt Schluss mache, okay, before I finish the video, I will show you the easiest tools for open and close all software on your computer. When you want one button, one icon to start your software, then create a text file, text document, yeah. And open with the editor, and then you can make something. When I go here, this is my batch data, and in my batch data you can read there is echo off in the first cell, and then it's written start, then you have here what the name of the starting line, start Hemradio Deluxe, yeah. And then you need the path of the software on your computer. Also im Endeffekt, ihr macht eine Textdatei, nennt die dann zum Beispiel, wie gesagt, Checkstart oder so. Testbud nenne ich die jetzt mal, Testbud, ja. Und was ihr dann braucht, ihr müsst dann halt diese Datei bearbeiten gehen. Dann macht ihr in die erste Zeile add echo. Ups. Echo off. Dann sagt ihr Start, dann nennt ihr das Ganze zum Beispiel HRD Video. So, und dann geht er her und jetzt sagt er, okay, ich will ein Programm starten. Jetzt, wo kriege ich das her? Jetzt gehe ich zum Beispiel auf diesen Computer. Moment, ich nehme mir jetzt, machen wir mal ganz einfach, ich nehme jetzt einfach mal N1MM. Ich ziehe mir mal die rüber, gehe mal hier. Das ist das Icon von N1MM. Das ist der Icon von N1MM. Then I go off. Then I can go to the info about this. Then I copy here from Ausführen in. Kopiere ich jetzt diese Zeile. So, gehe auf kopieren. Wie man das jetzt kein Blödsinn gemacht hat. Blödsinn, sorry. You go on target. Sorry, you go on target. This is the path of the program on your computer. Then you can. Passt it hier, also ihr könnt es dann dort rein kopieren und könnt jetzt zum Beispiel sagen Datei speichern unter alle Dateien und nennt jetzt zum Beispiel .dat, also nicht zum Beispiel, it's a very important, it's a batch Datei. So. And I have here the test but. Then you click here and you can see when N1MM is starting. The first program is starting. Okay, we will reopen. I will
bring it back on my other side. Okay, this was the test part. Yeah. After this, this is the test bed. This is my bed. And you see, I start in here. You can see, ich starte hier, Ham Radio Deluxe. So, jetzt kommt ein Trick. And there is a trick. When you need a delay before you're starting the next software, wenn du eine Pause brauchst, weil zum Beispiel dein Ham Radio Deluxe erst an komplett gestartet sein muss, bevor die Verknüpfung zum HDSDR geht, so ist es jetzt bei mir der Fall. When you need a short delay, that Ham Radio Deluxe is complete started before it's starting HDSDR, there is an easy trick. You can put in this line, ping / November 11, this is the time and seconds, to localhost to yourself. You ping yourself, and this is what the computer doing in the background. He wait nearly 11 seconds before it starts the next software. This is the trick that they don't start the programs too short. Yeah, I hope you understand. Ja, also im Endeffekt ist das der Trick, wie er dann im Endeffekt eine Verzögerung reinbringt, dass er die Programme nicht zu schnell hintereinander startet. Bei mir muss eine Pause drin sein, bevor er das HDSDR aufmacht. Und so einfach ist das. So. Das bedeutet, die Testbud lösche ich wieder. Ihr nehmt, ich nehme eine Chatbud, dann nehmt ihr hier das Ham Radio Deluxe, macht man das auf. Ne? Ich habe das normalerweise auf einem anderen Bildschirm. Schiebt man dann mal darüber. Dann wartet er. You can see he's waiting. And then he starts HDSDR. Then he starts RSCP. The logbook is open in the background, and he also have started my rotor software in the background. And that's all. That's the trick. Ja, das war der Trick. Also im Endeffekt, dieses Delay war dann da drin, damit er mir die Software nacheinander startet. So. Das war die Batch-Datei-Geschichte. And for the final. Und für das Final. Jetzt natürlich noch zum Schluss eine Geschichte. Wenn ich jetzt N1MM offen habe, wenn ich Ham Radio Deluxe auf habe, die Rotorsteuerung auf habe, womöglich noch den Digital Master, dann startet bei mir immer noch Opera mit. Den nutze ich ausschließlich fürs X-Heat, läuft auf einem Extra-Monitor. Und diese ganze Software, das ist ja wahnsinnig viel, was da zeitgleich auf ist. Und um das nicht alles per Single-Click schließen zu müssen, gibt es noch dieses Programm. Das nennt sich Close All. Yeah, when I use this batch datei, after the, I start in the batch datei, I have some many open software open it, and I don't want to close it with some single clicks. We will saving time. You would want it effective, and that's why I use this freeware program. It's called Close All, and it's a one click. You also can put it on a mouse button. I have this here in a function on my mouse, one click, close, I have on the mouse. And ja, also ihr könnt das im Endeffekt dann anklicken, dieses Close All, dann seht ihr alle offenen Programme, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich habe jetzt zum Beispiel hier meine Aufzeichnungssoftware, Aufzeichnungssoftware rausgenommen, I have removed the hook from my recording software. And then say, okay, all the other software can be closed, and then I have only to press one button, and all this software is closing. Yeah, that's the trick. Check start and close all, and you can do it nearly with one click, open all softwares, and nearly can close with one click all softwares. Then I show you before how you can use one transceiver with different softwares at the same time. And I hope this video made you happy again. And I say thank you for watching my video from Delta Kilo 6 Mike Papa. Ja, ich sag nochmal danke, dass ihr mein Video geschaut habt. Und von Delta Kilo 6 Mike Papa. Jetzt wisst ihr, wie ihr im Endeffekt nahezu mit einem Klick eure Programme starten könnt. Schreibt mir an, wenn ihr Fragen habt. Ihr wisst, mit welchem Tool ihr alles schließen könnt, wenn ihr nicht da irgendwie tausendmal rumklicken wollt.
Ihr habt gesehen, wie man mit diesem Comport später mit verschiedener Software zeitgleich auf den Transceiver zugreifen kann und da damit unterschiedliche Funktionen nutzen. Also was mir wirklich sehr, sehr viel wert ist, hat man jetzt nicht so richtig toll im Video gesehen, aber was wirklich ein echter Mehrwert ist, ist diese Echtzeit, dieser Echtzeitzugriff auf den Equalizer, wo man dann doch in Echtzeit dem TS-590 das Audio filtern kann. Das ist ein echter Mehrwert, wirklich. Ja, the trick with assessing the Eric's equalizer from the TS-590, I'm not really can good explain it today in this video, but it's a very, very needful feature when you have very, very weak signals. Please retry it. Retry it and you will be happy with this, yeah. Ich denke, ich habe genug gesagt, das Video ist bestimmt schon wieder ziemlich, ziemlich lang. Da oben steht schon 20 Minuten, das Intro war bestimmt auch 5 Minuten lang. Also haben wir schon wieder eine halbe Stunde Video. Ich sage danke fürs Schauen. Danke an alle, die gerne meine Videos schauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und in diesem Sinne, best 73 and bye bye from Delta Kilowatt 6, Mike Papa.